Okay, es geht weiter mit Chrono Trigger. Fick dich! Ach, ich greif dich einfach an. Du denkst einfach zu viel für mich hier. Angriff, Angriff, Angriff. Das war schnell. Freilancer. Okay, das war gut. Mal erreicht nächste Stufe. Welche Stufe sind die beiden eigentlich? Ach du Kacke. 17, 17, 17. Ach komm. Ich greife dich einfach mit normalen Attacken an. Ihr seid schon tot. So. Du bist weg. Du bist auch weg. 20. Männerschaden, sag ich dir. 78 Erfahrungspunkte. Oha, ich glaube, ich werde ein bisschen over. Ich bin, glaube ich, besser. Ist etwas über overleveled. Das kommt mir gerade so rüber. Ein Ether-Medaillon. Die Musik in diesem Goldhelm. Okay, Verteidigung wird dann erhöht. Was? Er kann... Okay, nur er kann das tragen, anscheinend. Ich weiß nicht wieso, aber egal. Okay, wir müssen in die Höhe hoch. Wieso müsst ihr gegen diesen komischen Goblin kämpfen? Feuer. Ach, habe ich die ganze Zeit jetzt physische Attacken bei ihm angesetzt? Ach, Kacke, egal, der Hammer ist weg. So. Das waren das ja Erfahrungspunkte. Okay, wartet. Ja, okay, wieder da. Ich habe jetzt wieder Besuch bekommen. Musti ist da. Er will Hallo sagen. Okay, er sagt nichts, wie immer. Und ja, okay. Okay. Willst du von dem Spiel etwas wissen oder willst du einfach... Das sind nicht meine Cola. Willst du etwas von der Cola... wie sagst du von der Cola? Willst du etwas von diesem Spiel wissen? Ist es ein RPG-Spiel? Ja. Du heißt Chrono? Nein. Doch, ich heiße Chrono. Du heißt Chrono? Es ist ein Nintendo-Spiel? Ja. Es ist ein Fantasy-Spiel? Ja, RPGs sind meistens Fantasy. Das ist irgendwie klar. Die Geschichte ist, dass du rumläufst, eine Leiter runterkletterst. Du liest gerade was. Hast du weg? Warte, nee, okay, warte mal. Achso, okay, ich muss hier durch. Du musst das Böse besiegen. Ja, zu der Story kann ich eigentlich nicht so viel sagen. Irgendeine Missgeburt greift mich an mit Taschenmesser. Du musst das Böse besiegen. Ja, das Böse. Irgendeine Missgeburt greift mich an. Ja. Ein Zorro-Missgestalt. Warte, wie komme ich auf die andere Seite? Kannst du nicht. Doch, irgendwie muss ich doch rankommen. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich muss erst rechts und dann einen Umweg machen, um dahin zu kommen. Also von der Story her, ich habe... Das ist ein einfacher Junge gewesen, der einfach seinen Mittagsschlaf gemacht hat. Er hat zu Feier getroffen, hat dieses blonde Mädchen getroffen. Mhm. Da waren die irgendwie, sind die irgendwie in die Zeit gereist und haben sie bisher so komische Dinge getroffen. So. Die Parts wirst du sowieso irgendwann sehen, wenn du das auch angucken wirst. Mhm. 1000, ja okay, also halt diese hunderte. Ich hab schon gleich, wenn ich jetzt noch ein paar mal aufnehme, habe ich genau 900 Parts jetzt. Heute ist da 18. Schaffst oder? Wirklich? Heute ist 18. Ich hab noch, warte, 25 Tage noch sozusagen. Ja, halt fast 4 Wochen. Ja, guck. Wie gesagt, ich schaff das noch. Klausurenphase sowieso vorbei. Bei den einen nicht, der mit O anfängt. Wo? Achso, ja, okay. Ja, okay, kann er jetzt schon sagen. Also Musti und ich werden ein Let's Play Together machen. Also er spielt und ich kommentiere. Und together wir werden... So. Ja, und wir werden One Piece zocken. Also er wird zocken und wir werden zugucken, wie er das zockt. Maximal 5 Parts. Ich schwör auf alles. Nein, man, weiß ich nicht. Warte, vielleicht auch nicht. Wir können 5 Parts machen, aber dann dauern die Parts irgendwie 40 Minuten oder so. Ich habe kein Problem damit, wenn du auch aber kein Problem... Dann wird es wahrscheinlich schnell gehen. Ja, okay, ich nehme noch diesen Part auf. Ich hasse diese ekligen Vögel. Ja, fick dich ins Knie, du mit der Glocke. Ich glaube, das Spiel muss auch zocken. Das ist echt geil. Man kann auch hier overleveled werden. Also, overleveled sein. Von der Story her, das ist heftig. Und die Musik auch noch.
Kann ich echt nicht. Ich sag dir, ich spiel das auch. Du hast ja den SNES Emulator, oder nicht? Ja, denk schon. Irgendwo auf dem PC halt. Ich glaube, ich hol mir bald ein Gamepad dazu. Mit Tastatur komme ich immer durcheinander. Nachdem wir die Glocke uns auch noch besiegen. Ja, er hat die Ursache für alles hier. Heilung erhalten. Oh, scheiße, okay. Hast du schon? Keine Ahnung. Ich werde sowieso bis 19 Uhr aufnehmen, danach cutte ich. Ah, oh, so viel. Ja, ich mach alle Chrono Trigger Parts sind bisher über 30 Minuten. Aber dieses hier. Was denn? Achso, alle 30 Verdammt! Ich hasse ihn dafür. Ich hasse es dafür. Warte. Du musst einfach wieder rumgehen. Warte, warte. Warte. Okay, da ist eine Truhe. Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Verdammt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Silberohrring. Hä, war es jetzt richtig? War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Immer wenn du kommst, passiert irgendwas Unglaubliches. Ja, unglaubliche Sachen passieren auch mit unglaublichen. Oha. Gutes Item. Guck doch, wie viel LP man bekommt. Ach ja, gut, dass ich hier bin. Halt zum Maul! Warte, wen soll ich das geben? Achso, Entschuldigung. Gut, dass ich zu spät gekommen bin. Oh. Ich glaube, ich gebe ihr das mal. Oha. Oha, Silberohrring. Vielleicht ist eine andere Tour mit 25% mehr MP drin. Ich glaube auch. Warte, ja, unwahrscheinlich. Hä, wo bin ich? Du kannst dann von oben links gehen oder so. Kannst du da rum, oder? Und nach links halt wahrscheinlich. Ach so. Okay, das ist irgendein Geheimweg. Und da, ja, da. Und, ach so. Warte, ich töte erstmal diese komischen Vögel, die nerven. Klappe, hau ab. Also ich kann reden. Das sind einfach so ein bisschen Viecher. Manche Monster von denen kann auch reden, aber... Hä, was machen die da? Die haben denen nur was gegeben. Jetzt auf einmal greifen... Hä, was... Hä? Er ist, wenn er kommt. Dieser scheiß Vogel hat genervt. Okay, komm. Töten. Der ist tot, 121 Schaden. Seit dem Anfang bin ich ein bisschen overlevelt. Ich habe alle Gegner mit einem Schlag meistens getötet. Ich hab noch was immer overlevelt. Nein, ich kann nichts dafür. Ich kämpfe einfach ganz... Das sind keine Zufallskämpfe, ja. Die Monster sind immer in der Gegend. Ja. Vielleicht, wenn ich vorbeigehe, greifen die mich an. Ich habe nur einmal kurz 2 Level erhöht oder so und dann seitdem mehr Lernen Kraft. Warte, Kraft war doch irgendwas mit Heilung oder so. Fall runter. Ja, das war hier dafür. Und Silbernadel. Wenn das jetzt wirklich ist, was du sagst, dann ist es echt... Nee, guck mir. Du verdammter Wichser. Okay, das ist 50% weniger MP-Verbrauch. 50% weniger. Mehr. Ja, mehr. Danke, Musti. Danke. Aber niemand sagt, danke. Ja, okay, Mann, aber. Boah. Nein, ich mach nur Spaß. Ich bin boah, nicht das ist. Hä? Hä? Ich frag dich später. Nein, Ego. Nein, das war nicht egoistisch, das war ein bisschen nur arrogant, was du gesagt hast. Hast du gerade den Sprung gesehen? Ja, aber. Ach ja, ich bin nicht so arrogant. Ich mach's ja nur Spaß. Ich weiß. Ja, Leute, er macht auch Spaß, das hier. So wie ich auch Spaß mache, so, Ja. Ja. Ich hab besser bleiben. Nein. Ich sag mit 52%. Jetzt ja. Hau ab, bevor. Ich hasse diesen verdammten Wichser. Ich hasse diesen verfickten Vogel, egal. Tod. Egal, das bisschen leveln. Kann ja nicht schaden. Und jetzt sowieso eine Attacke. Ach komm. Guck mal, wie wenig Schaden die machen. Das ist echt erbärmlich momentan. Warte, wie viele Parts habe ich eigentlich schon aufgenommen? Heilung erhalten, kein Level up für jemanden. Okay. Getruhe erhalten. Geh mal einen anderen Weg. Okay, ich muss auch noch nach links, weil da irgendwas ist. Ja, vielleicht da, hier, kannst du doch. Ja, ich weiß ja, aber... Ja. Okay, da... Das ist, ja, hast du ja schon gesehen. Ich sehe das schon. Ich habe schon Erfahrung seit der Let's Player-Karriere. Ach, nur deshalb? Ich hatte schon davor. Du Wichser. Das darfst du nicht sagen. Egal, ich durfte. Ja,
Ja, ah ja, Babak macht bald Let's Plays. Aber ja. Der. Er will ja so große Projekte auf einmal machen. Er soll klein anfangen. Wie der will. Bitte auch großer Projekt. Ja, mit welchem Projekt denn? Er hat Angst, dieses Spiel zu spielen, dieses Amnesie oder so. Aber weißt du noch, Falcon Punch? Boah, ach, das hat gesprengt. Das war das Beste. Was ist jetzt los? Ja, du kriegst halt Sachen, ne? Ich hab voll viele neue Attacken gelernt, guck mal. Seit du hier bist, komme ich jetzt irgendwie neue Attacken, was ist los? Das Wort war unglaublich, oder? Trisch, ja, unglaublich. Das ist eine rhetorische Frage. Ach du Scheiße, Eisschwert einzeln, Feuerklinge. Du Wichser, was bringst du für mir Glück, was ist los? Soll ich gehen? Nein, du bleibst hier. Hast du schon, kannst du gucken? Ach stimmt, bei Nintendo Switch, oder? Kannst du auch gucken, schon, oder? Ja, kann, warte. Ich dachte schon, hä, wer ist denn das? Das war ein Robo, das ist einer von der Zukunft. Ich meine, der Zeitreisen muss. Hilft dir den nicht? Der, man darf durch dein Portal Zeittor nur 3 Leute. Wenn man 4 Leute hat, kommt man am Ende der Zeit. Da, er ist gerade am Ende der Zeit und schützt sein Leben. Okay. Napalm. Schadet in gewissen Umkreisen. Würde ich nicht benutzen. Das schadet auch dir selber. Also nein, bestimmt, ich glaube nicht uns. Wenn das für uns ist. Okay. V-Glock. Das sind leichte Gegner, guck mal. Wo gucken? Okay, man kann deren Gesichter nicht sehen, weil die verdeckt sind. Klingeling, Chaos. Okay, du bist weg. So wie ich? Sag ich ja, die sind schwach. Ich bin auch ein bisschen übertrieben stark. Das ist auch ein Problem. Ich habe noch so eine mächtige Attacke. Antipode oder so. Antipode? Hä? Berge sind schön. Guck, ich verstehe dieses Spiel nicht. Manchmal sind das so unwichtige Charaktere. Das ist das Leben. Da hat er recht. Berge sind schön. Da hat er recht. Bist aber neugierig. Hier bitte. Ich bin neugierig. Gut, dass du mir was angesprochen hast. Ja, ich weiß auch. Ich frage ihn nochmal. Berge sind schön. Mhm. Berge sind schön. Finde ich auch. Berge sind schön. Ja, das aber nicht. Berge sind schön. Ja. Okay, er sagt nichts mehr. Okay. Ey, das erste war in Ordnung, aber das dritte, was er gesagt hat. Ne? Ja. Ja, ist auch nicht so wichtig. Doch, wenn man den versteht schon. Tata und. Was stand da? Tata? Ja, das ist ein kleiner Held, der soll der Held sein von. Ich verstehe. Ja. Ich glaube, sie wird sich auch darüber freuen. Aber das. In 3 Wochen. Aber das ist heftig, oder? Mhm. Aber kannst du dir heute schon erzählen? Mach ich. Tata und der Frosch? Ja, Tata und der Frosch. Der Frosch, ne? Ja, okay. Also von der Story her weiß ich fast nichts. Und was ist das genau? Dass der Wichser mich angegriffen hat. Was meinst du? Was ist jetzt genau das, Tata und der Frosch? Ist Tata ein Name? Und ja, da soll irgendwie der Held von dieser Ära sein. Achso. Ach, ja, ich muss doch bestimmt. Dann kommt eine Glocke gleich wieder. Soll wetten, wenn ich hier. Ja, fick dich doch. Scheiße, er wirft dich immer noch ab. Mit diesen Kugeln da. Bestimmt, macht er das auch. Guck mal. Ja, die werden richtig stark. Ich sag dir, ich bin etwas. Warte, Nachpalm. Ich will mal Nachpalm sehen. So. Nachpalm. Was ist Kraft denn? Halt Gegner eigene Person. Mehr. Eis. Wie viel Schaden war da gerade? 396. Oha. Ey, irgendwie tut das. Ey, hat er da einen Penis? Guck mal. Nee, das ist ein Bauch. Nein, da ist irgendwas. Bauch. Das war. Bauch. Ah, das ist ein Bauchnabel. Ich meine, das ist ein Bauch. Ach so. Ach, Musti, du bringst mir sehr viel Glück. Du bist ein Glücksbringer. Jetzt kannst du gegen kämpfen. Hier, versuch's nochmal. Du Drecksvogel. Warte, was willst du? Was willst du? Komm her, komm. Ja, ist klar. Ja, die haben jetzt Hammer. Ist klar, dass sie von irgendeinem Boden herkommen. Gewitter bei dem hier. Eis bei dem hier. Bei ihm muss ich erstmal Feuer wegmachen, also mit dem Hammer wegmachen. Weil mit dem Hammer ist er brutal stark. Was gesehen, von wo die rauskamen, aus dem Boden. Eklige Goblins. Was hat die hier zu angreifen, die in der Nähe sind? Nein, meinst du mich jetzt? Ja, also die hier, aber egal. Man muss erstmal den Hammer wegbringen, guck mal. Ach so. Da sind das normale Goblins, da kann man die mit einem Schlag töten. Feuer, guck. 466 Schaden. Manchmal frage ich mich echt, guck mal, dieses Mädchen hat eine Schusswaffe und trittet mit der Schusswaffe oder stark mit der Schusswaffe. Was würdest du mit der Schusswaffe machen? Ja, sie steht vor dem Gegner und kann locker einen Kopfschuss verpassen, aber macht es nicht und schlagt ihn einfach.
Okay, ach, recht neue Stufe. Ja, das ist, so heißt mein Charakter. Ich konnte ihn auch Gautam nennen, ich wollte. Aber ich wollte es nicht. Hier gab es doch irgendwann... Warte mal. Da warst du doch schon. Nein, hier war ich noch nicht. Hier falle ich mal runter. Also da bist du nicht runtergefallen, wenn du kannst. Ich will runterfallen. Guck mal, Kleck oder so, oder musst du Kleck mit dabei drücken? Nein, ich... Es passiert nichts. Nicht, dann musst du in die Höhle rein. Ab in die Höhle. Warte, ich... Ja, ich muss wieder zurück. Warum? Weil ich speichere... Willst mich verarschen? Boah, ich kann nicht mehr zurück. Du musst das nicht gegen einen Schatten gegen den Kämpfen. Ja, ich komme gleich am Boss, das weiß ich, deswegen. Mach mal alles so. So, so, so. Er hat noch einen, gib ihn lieber noch einen. Verdammt! Wer hat noch einen? Er braucht noch einen, gib ihn noch mal. Niemals! Okay, das ist geheilt. Äther müssen wir auch wissen. Ist das MP, ne? Ja, hab ich mir schon fast gedacht. So. Verdammt! Egal, dafür haben wir jetzt sowieso genügend. Er braucht auch noch der ganz oben. Nee. Warte, sortiert. Ach komm, mit der Steuerung komme ich immer so durcheinander. Warte. Da stand gerade Kraftbrille. Das können welche von mir. Halt. Okay. Ja, gib ihnen das mal. Ja, aber die anderen sind doch eher so Magie oder sowas, oder? Ja, Magie ein bisschen. Das ist Kraftmal. Soll ich mal ausprobieren? Würde ich lieber im Kampf einsetzen. Ja, okay, dann. Los geht's! Wenn du überhaupt kein Ausweg mehr kennst. Seine letzte Hoffnung. Wer bist du denn? Ja, mit dem grünen Haar. Ich bin der Wind. Wusch! Siehst du nicht? Guck, diese Charaktere sind behindert im Kopf. Ich bin der Wind. Wusch! Ich frage nochmal, vielleicht hinter dir was. Okay, kann auch sein. Ich bin der Wind. Wusch! Ich bin der Wind, wusch. Ich bin der Wind, wusch. Ja, okay. Ey, das. Egal. Der, ja, mach doch auch so. Halt! Jetzt will er was sagen. Du musst gegen mich kämpfen. Seid ihr wegen dem Masamune da? Ja. Wusste ich's doch. Sekunde, ja? Oh, großer Bruder, wo bist du, Masa? Was ist Mune? Nicht schon wieder. Achso, die beiden sind Masamune. Das Masamune soll euch also berühmt machen? Was für Dummköpfe. Menschen sind so dumm, wenn ihr das Schwert benutzt, zählt und nicht, wer es besitzt. Nicht einmal etwas so Einfaches versteht ihr. Deshalb seid ihr Menschen. Und was sind die? Ich glaube, das sind Bastarde. Das ist was anderes. Eine ganz andere Rasse von Menschen. Was machen wir? Grüne Haare. Ja. Das Übliche, sie testen. Das bringt uns ein wenig Ablenkung. Alles klar. Ja, alles klar. Los geht's. Wusch. Die ändern sich gleich ihre Form. Die verwandeln sich. Und sind hässlicher. Und das erklärt doch, warum sie wusch sind. Du musst erstmal gegen. Du weißt, ne? Oder sowas? Immer gegen einen erstmal. Warte mal. Wie machst du das? Warte, ich muss. Ich hab gelesen, man muss irgendwie was machen bei denen. Nein, warte, wo ist das? Hypnowelle. Bei beiden machen. Das ist irgendwie, um die zu verhindern. Ach du Scheiße, wie viel Schaden ich bei denen. Ey, das sind Bosse, das weißt du, oder musst du? Ja, weiß ich schon, merke ich. Die sind eingeschlafen. Ja, du sollst erstmal gegen den Zeug kämpfen, damit er dann alleine ist. Also immer gegen den Rechten. Nahpalm bei ihm hier. Nein, den Rechten. Damit du erstmal einen besiegst. Ja, egal. Ach, scheiße. Lass mich arbeiten. Du weißt, dass ich das Recht habe. Du weißt es einfach. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Wir Mach's lieber so, bevor du noch verlierst. Gewitter. Angriff mit Blitz. Machst du das jetzt oder ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das Mädchen ist verwirrt. Achso, das war das. Okay, ich. Oh Scheiße. Kombo? Kannst du Kombo machen mit allen drei? Ich kann Kombo machen, aber. Küss mich nicht. Drehschnitt. Aber Male ist verwirrt. Bams. Guck mal, wie wenig Schaden die machen. Das ist voll erbärmlich. Nein, da haben wir viel Leben. Drehschnitt. Hypnowelle. Die müssen jetzt eigentlich schlafen. Die haben viel Leben vielleicht schon, aber... Okay, es gab stärkere... Getrennt sind... Was? Guck, ich hab die besiegt. Loco reicht nächste Stufe.
Ich musste wirklich nur einen besiegen. Ey, muss die. Hey, die sind ganz. Ja, Mann. Hey, die sind ja ganz schön zäh. Nur Cyrus kam bisher so weit. Wer ist Cyrus? Miley Cyrus. Was machen wir nun? Jetzt machen wir erst. Etwas, was? Nun geht. Nun gut, also, Martha, jetzt werdet ihr euren. Was? Die machen jetzt ernst? Vielleicht verwandeln sie sich nochmal. Mit Marthas Tapferkeit und. Achso, vielleicht wollen die verbinden, sich fusionieren oder so. Und Munus Wissens. Schmelzen. Gleich kommt Dragon Ball. Gleich kommt Dragon Ball Fusion. Ja, Dragon Ball Fusion. Martha und Mune. Zwei werden eins. Daraus entsteht sowas Hässliches. Ach du Scheiße. Du hast ja den Pferd nicht verstanden, ne? Stimmt. Egal, ich mache jetzt Antipode. Antipode, los. Okay, Feuerklinge auf den hier. Feuerschwert, Einzel. Oha, okay, das ist geil. Eisschwert. Ja, fick dich ins Knie. Ja, ich glaube, ich kann den Gegner schnell besiegen, oder? Ich gucke mal. Guck mal, wie viel Schaden ich bei dem schon mache. Aber er schießt immer noch. Ich speichere Tornado-Energie. Voll, okay. Eis. Angriff mit Eis. Warum kann man sein Leben nicht sehen? Ich hasse es anspinnen so. Man die Leben irgendwie habe ich was vergessen, weil bei anderen Let's Plays habe ich bisher geguckt, die können deren Leben sehen. Bei mir kann ich irgendwie das nicht sehen. Das ist so dumm eigentlich sowas. Egal, wir können auch nichts alles bekommen. Doch. Ja, gewiss. Mondo, Affe. Was? Willst du mich verarschen? Mach schnell, bevor. Verdammt! Schadet den gewissen Umkreisen. Ja. Egal. Ich kann so geil. Aber du kannst doch wenigstens jetzt alles vorspulen, ne? Also. Ich kann nicht vorspulen. Also mit Vorspulen meine ich jetzt hier, ohne zu lesen. Ja, ich kann ohne zu lesen weitermachen. Aber heftig. Oh, verdammt. Okay, ja. Einmal drücken. Ja, aber das ist jetzt der zweite Boss, der mich irgendwie hochgenommen hat. So ein Fettsack auch noch. Ich denke, das macht erstmal Mundgeruch, so, weil er so. Oder. Ich guck nach dieser Attacke, hat er mich so richtig zerstört. Ich glaube, ich bin gerade bei der Hälfte des Spiels. Das Spiel scheint wirklich gut zu sein. Spiel doch auch. Oder guck meine Let's Plays, ey. Und kommentiere, ey. Das erste. Warte. Du weißt ja immer auf einen erstmal. Und nicht so viel LP verschwenden. Erst müssen wir sie einschläfern, das ist die Taktik. Erst einschläfern, wenn du die man muss komplett lösen Stand, man muss sie einschläfern. Man muss? Ja, dann. Warum? Dann müssen wir einen angreifen. Aber warum? Einschläfern. Hä? Warum einschläfern? Ich habe der andere zum Beispiel nicht angreift jetzt. Ja. Ach so. Ich dachte, du meinst. Okay. Hypnowelle. Angriff. Ich mache jetzt keine. Hä? Okay. Also ich mache keine MP-Attacken mehr. Ja, ein paar sollte ich schon machen, aber. Ich werde die nur einschläfern. Wie viel braucht das denn? Dieses Einschläfern. 2 MP oder so. Okay. Und? Ist er jetzt tot? Nein, so lange nicht. Hypnowelle. Ein bisschen lang gebraucht für den. Und du hast ja auch LPs benutzt. Warte, guck mal auf den Balken hier bei Luca. Sag mal Bescheid, wie viel sie da verliert bei jedes Mal. Ein hat sie, 142. So, ich gesehen habe. Ja, guck, schon geschafft. Ah, okay, sein. Luca reicht nächste Stufe. Ja, schön. Speichern wir ab. Hey, die ganze. Die Musik ist auch noch geil. Okay, nach dem Kampf mache ich sowieso einen Cut. Nun gut, also jetzt werdet ihr euch nochmal eine wahre Form sehen. Ja. Ja, jetzt kommt Dragon Ball Fusion. Ja, yeah. Fusion! Soll ich den kleinen Wichsern kommen? Sowas Großes. Mit der Master Mune verstehe ich irgendwas Schlankes und ein Schwert und so. Jetzt kommt sowas Fettes. Eisschwert. Hallo, ich will auch was machen. Bams!
Feuerklinge. Okay. Du musst schreien, ne? Wieso denn? Oder was? Kann er zweimal eine Runde angreifen? Nein, nein. Aber geht nicht. Nicht doch. Wie, als du wieder belegen wolltest, hat er einmal das Mädchen noch das rechte Mädchen angegriffen. Da hatte. Ist ein paar Runden übersprungen worden, deswegen. Weil ja, eigentlich müssten in dieser Runde diese Leute dran gekommen sein, aber in dieser, da waren die ja nicht dran. Okay. Feuerklinge. Ich glaube, es kommt jetzt Mundgeruch. Okay, Eisschwert mache ich gleich wieder. Wieso greift sie das? Ah, egal. Halt die doch schon mal jetzt. Damit Schmerz. Ey, halt die doch jetzt schon mal, damit du nicht später machen musst. Verdammt, okay. Scheiße! Sie sagt noch, warte, ich hoffe, er ist jetzt tot mit dem Schlag. Ich denke nicht. Ja. Nicht ihn. Belebung. So. Nein, die hat auch eine geile Attacke drauf, also Kraft. So. Mundgeruch. Willst du mich verarschen? Mach einen Cut. Fick dich. Okay, wartet. Willst du noch einmal versuchen? Mit meinen Anweisungen. Okay, also, komm. Also wenn die will ich, dann heil sofort. Wegen es scheint wirklich stark zu sein. Ja, ich kann ja keine ganze Gruppe heilen, deswegen. X musst du drücken. Lass mal. Warte. Diesen Part, boah, das dauert so lange wegen diesem netten Bossfight. Boah, man sieht nicht schon. Hier? Ja, man sieht es schon. Okay. Ja, halt's Maul. So eine fette Missgestalt. Eisschwert. Okay, ich mache jetzt mal Feuerklinge. Was ist das wegen das Ding so? Achso. So. Gut, er hat zweimal angegriffen, wo das Mädchen angreifen könnte. Stimmt. Verdammt. Eisschwert. Heil sie schon mal jetzt. Ja, ich heil sie auch gleich. Und heil auch deinen Charakter. Ja, ich heil ihn auch gleich. So. Eisschwert. Aber kann ich nochmal angreifen in der Runde? Glaub schon, oder? Ja, hat er. Er hat ja nicht angegriffen, also geht das ja. Ich dachte, wenn man heilt, dann so einen Zug übersprungen. Oh, jetzt kommt diese behinderte Attacke. Ich glaube, Bruno ist fast weg. Ja, beide. Eisschwert. Heil lieber schnell. Belebung. Hey, willst du mich verarschen? Ey, das ist so unfair, oder? Mhm. Schläf mal den doch ein. Heil, wieder belebe und nach schläf ihn ein. Geht jetzt nicht. Es bringt nichts. Ich greife einfach so an. Ich hoffe mal, dass es stirbt. Du könntest noch einschläfern. Warum? Egal. Das verstehe ich nicht. Wenn er schläft, hast du jetzt Zeit, um alle wiederzubeleben, beziehungsweise alle zu heilen. Ach, egal, wir machen den nächsten Part, okay? Mhm. Okay, tschüss. Okay, es geht weiter. Sag Bescheid dann jedes Mal, okay? Mhm. Weil ich heilen soll. Okay, jetzt geht's los. Eisschwert. Okay, ich weiß schon Bescheid. Antipode mache ich mal. Verdammt. Sag, wann jetzt? Ich weiß schon, Chef. Wann? Nach dem Angriff. Sollst du... Hast du eine neue Attacke oder was? Das ist die Antipode. Achso. Achso, ja. Ach ja. Okay, jetzt heil. Warte. Aurawirbel, das heilt jeden von uns hier. Dann macht das so, ist besser. Was habe ich denn davor nicht eingesetzt? Bin dämlich.
Okay, das war gut. Ja, fick dich. Warte, ich denke, irgendwas kommt jetzt gleich. Mach ein Kombo erstmal. Okay, ausgewichen meine ich. Ja, fick dich ins Knie, Eisschwert. So. Heilen Sie. Was meinst du? Nach dem Angriff heilen Sie. Ja, okay. Das kann ich eigentlich schon selbst machen. Dann mach das so. Hab ich auch schon. Okay, ich halte die Stichattacke bereit. Weil ich denke, dass irgendwas gleich kommen wird. So. Okay, jetzt ist er neutralisiert. Also das ist die Taktik, um ihn zu besiegen. Als Schwert. Feuerklinge. Und dann sie heilen. Ja. Yep. Und so. Hat er das gesagt, dass er irgendwie... Ja, okay, so. Eisschwert. Ich würde schnell heilen. Aurawirbel meine ich. Ah. Okay. Warte mal. Sie baut langsam... wie heißt das? MP. Ja. Yep. Verdammt, nicht für dich. Du ekliges Mistvieh. Stich. So. Feuerklinge, komm. Heilen Sie wieder. Ah, stimmt. Mach gleich Heilung für alle dann. Jetzt zum Beispiel. Heilung für alle, ja. Aura Wirbel. So eine Kacke, komm. Stich. Das war knapp. Er hatte fast eine behinderte Attacke eingesetzt. Feuerklinge. Ich schätze noch einen Angriff. Oder ja! Ha, danke, Musti. Danke, danke. Ich nehme da Fettsacke. Puh, hat er gesagt. Puh, ja. 500 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte, 1500 Gil. Mal erreicht nächste Stufe. Puh, sie haben sich getrennt. Jetzt sehen wir das wieder knallen mit Wusch. Das war's, großer Bruder. Das war gut. Wir werden sie uns reparieren und unseren wahren Besitzer finden? Ja, ich denke schon. Wer ist euer wahrer Besitzer denn, Leute? Aber wartet mal erstmal kurz. Okay, weiter geht's. Wo will ich den Cut machen? Ey, wir haben jetzt gerade aufgenommen. Nein, da kannst du die in diesen 26 Minuten machen. Nein, Mann. Komm, wir machen einfach durch. Was war das? Das ist der Stuhl hier. Ach so. Das ist nicht normal, der Stuhl, du machst irgendwas damit. Aber egal, heiliges Licht. Du und deine Vorstellungen. Das ist doch ein heiliges Licht. Ach so, nicht das. Ach so. Sollen wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde aufnehmen? Das ist halbe. Also das ist also das Masamune. Ja, wir machen da 25 oder 20 Minuten. Es scheint 20. Okay. Dann mache ich 2 Parts davon. Nein, okay. Ja, ich mache heute 15 Parts und dann mache 15 Minuten, dann mache ich nächsten Tag einfach weiter. Es scheint seit langem zerbrochen. Zerbrochenes Masamune erhalten. Was jetzt? Jetzt kommt ein Wind. Jetzt kommt das Wuschken. Psch. Wenn es genehm ist, bringen uns die Flügel des Windes zurück. Viel Glück. Ja, ist klar. Die fliegen einfach weg. Und wo landet die? Okay. Und wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Geh mal da hin. Oder wo? Hä? Ich weiß nicht, warum muss ich jetzt da hingehen? Um das Schwert zu holen, aber ich weiß nicht. Und wer hat's dir befohlen? Ach egal, ich mach das zu diesen 26 Part, also 26 Minuten. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.